Der Kumpel von Clouseau, der dabei ist, ist Barisch. Barisch ist ein Typ, der hauptsächlich Filme macht und Musikvideos, der unter anderem auch das Lala-Video gemacht hat für Clouseau. Aber der auch mit Clouseau gemeinsam einige Texte geschrieben hat für das Clouseau-Album. Und wir waren hier gemeinsam im Studio zu dritt, Clouseau, Barisch und ich, und haben an diesen beiden Songs gearbeitet, von denen ich denke, dass sie bald an den Start kommen werden und ihr, glaube ich, die sehr bald hören werdet. So, das war der kurze Einblick in die Session von Clouseau und Curse. Ihr werdet die Songs sehr bald hören. Bleibt dran hier auf curse.de. Wir hören und sehen uns. Freiheit!